Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Freitag, dem 18. Januar 2024. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, dass Sie reinschalten in die Nachtlese und einmal hören, was diese uns dann wieder in den Abend mit auf den Weg gibt. Ich hoffe immer, dass sie uns ein wenig Ruhe schenkt, dass sie uns dann gut schlafen lässt und dass sie sieht, wie wunderbar auch diese Welt ist und ja, dass wir sehen, wie Gott uns im Prinzip da auch geschaffen hat und wie wir eigentlich leben könnten. Die Nachtlese ist aus dem Galaterbrief genommen, und zwar dort aus dem 5. Kapitel. Ich lese diesen Text uns kurz. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Zur Freiheit sind wir geboren, da denken wir natürlich sofort an unsere heutige Zeit und sagen, der Text ist ja unglaublich nah und er zeigt uns, dass wir uns eben nicht unterjochen lassen sollen. Aber hier gibt es einen anderen Kontext, hier geht es um das Beschnittensein und Unbeschnittensein. Hier geht es darum, ob die Judenchristen, die sich dort in der großen Diskussion befinden, ob die Menschen, die dazukommen, sich auch beschneiden lassen müssen. Die Judenchristen sind ja beschnitten und dann kommen die Heidenchristen dazu und sollen sie sich beschneiden lassen nach dem alten Ritus der Juden oder nicht? Und hier wird ganz klar von Paulus gesagt, nein, macht es nicht. Wir sind jetzt aus einer neuen Freiheit in der Lage, zu Gott zu gehören, ohne das Gesetz so zu erfüllen. Er schreibt ja hier, ihr müsst dann das ganze Gesetz erfüllen und zwar dann wieder aus der menschlichen Kraft heraus und das soll ja aufhören. Das kann man nicht, das schaffen wir nicht. Wir haben es immer wieder an den Pharisäern gesehen, es geht nicht. Aus der rein menschlichen Kraft können wir das nicht tun, vollkommen uns in Anführungsstrichen zum Engel verwandeln und so in dieser Welt unterwegs sein. Wir brauchen den Geist, wir brauchen Gottes Kraft, um das zu tun und das ist allein im Glauben möglich. Also, wenn wir glauben, wenn wir Gott vertrauen, dann werden wir in der Liebe unterwegs sein, so wie der Vers am Schluss uns verdeutlicht, nämlich das Wichtigste ist, im Glauben zu sein, der sich dann in der Liebe äußert. Die große Freiheit besteht also darin, nicht mehr was Gutes vollbringen zu müssen und zu wollen, sondern einfach diesem Gott zu vertrauen, damit wir dann tatsächlich automatisch Gutes tun. Es ist eine so simple Sache, ich habe schon einmal gesagt, dass wir, wenn wir Gott vertrauen, dann auch gesagt bekommen, was gut ist für uns und für den Nächsten. Wir werden unser Handeln überdenken, weil wir uns ja von Gott leiten lassen. Wir brauchen nicht ständig zu sehen, was muss ich noch Gutes tun, da muss ich noch etwas tun, damit meine Schlechtigkeiten wieder ausgemerzt sind. Ich kann mich nicht zum Engel mutieren, sondern ich brauche die Vergebung und ich brauche die Kraft aus dem Glauben. Das ist eine Botschaft, die so großartig ist, aber sie wird belächelt, sie wird nicht angenommen, sie wird beiseite gelegt. Und deshalb sind wir ja heute unterwegs. Und wir sehen das in unseren Gesellschaften, dass wir alle Gutmenschen sein wollen, Philanthropen, und die treffen sich ja jetzt momentan angeblich auch gerade in Davos. Und wir wissen ganz genau, dass wer sich Philanthrop beschimpft, so sagt es Paulus eigentlich ganz klar, der ist schon der Sünde verfallen. Der meint nämlich, er ist ein besserer Mensch und er tut Gutes. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen gerade in unserer heutigen Zeit diese Bewegung genutzt haben, um damit ihre dunklen Machenschaften zu übertünchen und sie zu verdecken und ganz einfach die Menschen in die Irre zu führen. Es geht also nicht darum, dass wir Menschen Gutes wollen und tun müssen und dafür Lob ernten, sondern es geht darum, dass wir Gott vertrauen und dann aus diesem tiefen Vertrauen in der Stille oder in der Öffentlichkeit, das sei dahingestellt, einfach Gutes tun, weil uns danach ist.
Wir merken, wie verkorkst diese Gesellschaft geworden ist, wie alles eigentlich auf den Kopf gestellt worden ist. Und vielleicht hilft uns dieses Wort noch einmal, dass wir zur Freiheit geboren worden sind, nicht nur an die Freiheit jetzt zu denken, die wir jetzt verlieren oder die wir nötig haben, sondern dass wir auch an die Freiheit denken, dass wir uns wirklich nicht beweisen müssen, sondern dass wir einfach nur Gott vertrauen dürfen. Und wenn wir dies tun würden, dann würde sich in der Welt alles verändern, dann würde diese Welt nämlich eine Welt sein, die in Liebe unterwegs ist. Und so kann ich uns einfach nur Mut zusprechen, dass wir dieses Wort auch mit in die Nacht hineinnehmen und mal darüber nachdenken. Ich muss mich nicht zum Gutmenschen unbedingt proklamieren draußen. Ich brauche auch nicht die Anerkennung von den Menschen draußen so notwendig, sondern wenn ich in Gott gebunden bin, dann werde ich eigentlich alles bekommen. Nicht nur Nahrung und Kleidung, sondern letztlich auch die Anerkennung, all das, was meine Seele braucht. Wundervoller Weg und ich hoffe, dass immer mehr Menschen diesen Weg erkennen und annehmen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe, nicht zu viel negative Gedanken, sondern einfach die Erleichterung, dass das Leben gelingt, wenn wir uns Gott anvertrauen. Dann werden wir gesteuert, dann wird unser Herz genau dieses auch tun, was wir im Prinzip von Gott gesagt bekommen. Und dazu wünsche ich uns, dass wir viel Kontakt mit Gott haben, dass wir im Gespräch sind und vielleicht auch ganz stark das Abendgebet wieder neu entdecken. Schlafen Sie gut, auf Wiederluege, Ihr Reini aus den Nachtgedanken. Musik